Servus meine lieben Angelfreunde, willkommen zurück, neue Folge, neues Glück. Wir haben heute wieder bestes KWA-Wetter. Wieder mal. Na, es regnet schon schön. Aber wir versuchen es trotzdem. Der Mopi, der ist schon fleißig am Rollen. Ich durfte natürlich die Anfangsworte mal wieder übernehmen. Ich weiß nicht warum, aber er wollte das so. Da ist er. Hallo meine Schöne. Hallo, hast du schon die Anfangsworte gesprochen? Ja, ja. Sehr schön. Ja, ja. Sehr schön, KWA-Wetter. Wie immer. Wie immer. Heute gibt es richtig hartes Angeln hier. Heute knacken wir unsere PBs. Von? Von der Schleie. Ah, okay. Für dieses Jahr, weil da steht noch die Null. Hi, hi, hi macht er. Gut, jetzt hat er das schon verraten. Ja? Normalerweise kommt immer vorher das Intro. Aber er hat wieder alles vorweggenommen. Gut, wir packen weiter aus, bauen auf und wir sehen uns nach dem Intro. Wow. Ich glaube, die beiden Kinder haben wieder Boden alle. Schöner Fisch. Guck mal, ich nehme Fisch an. Da gibt's Petri, schöner Barbe. So meine Lieben, erstmal haben wir einen Abonnenten getroffen hier. Schöne Grüße nochmal auf dem Weg. Der hat da hinten im Regen ohne Schirm aus. Nicht mehr, da kommt er. Sei grüß. Da seht dann sogar. Guten Hunger zum Mittag. Ne? Ja, danke, Petri. Ja, Petri, danke. Ja, der hat hier nochmal eine kurze Stippvisite hier am Wasser gemacht. Wir haben mit uns ein bisschen anders gedacht heute. Wir waren erst an einer Stelle, wo wir jetzt schon seit ein paar Tagen eigentlich hin wollen. Und die immer wieder belegt ist. Die immer wieder belegt ist. Leider. Da haben wir. Jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt das regnet. Ich kann mir vorstellen, dass viele abhauen. Das stimmt allerdings. Es könnte möglich sein, dass die jetzt frei wird. Aber wir sind jetzt hier. Ja. Wir sind wieder an dem besagten See, der viele, viele Schleien beinhalten soll. Und wir angeln heute drauf. Wir haben zwei Karpfenruten, also es sind Karpfenruten, ich weiß nicht, ob mit der Film schon gekommen ist, also da, wo auch der Graskarpfen drauf gebissen hat, da kommt richtig kräftig Futter drin und die Beenruten, also wir angeln heute, müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, körperlich und physisch, dass wir jeder eine Rute rechts lang haben im Seerosenfeld und jeder eine Rute messet, also Futterkorb geradeaus. Ja. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen, welche dann beißt. Weil wir haben es natürlich gesagt, also wenn du, jetzt... Ich nehme einfach, also meine Rute ist dann die da, wo es gerade beißt. Das ist, glaube ich, also... Kann man machen. Vielleicht wird das, vielleicht wird das ein Trend. Vielleicht ist das ein Trend. Das kann sein, ja. Gut, oder ja, schau mal. Nee, aber jedenfalls, so haben wir das vor, weil wir haben vorher im Auto nicht geknobelt, aber gesagt, komm, Anne, du kannst dich entscheiden, wo willst du lang angeln? Ich habe gesagt, eine würde ich schon gerne so zu den Seerosen, ansonsten ist es mir egal, da probiere ich einfach überall zu fangen. Ja. Ja. Und normalerweise muss man ja sagen, also das in den Seerosen hier ist wahrscheinlich mit die beste Stelle. Weil die kommen gerade raus, die Seerosen. Und ich sag mal, wir werden da mit, wie gesagt, großen Futterkorb mit Futter drin, fein angemischt und dann zwei Boilies. Pop-ups. Ich denke mal Pop-ups wahrscheinlich. Also du kannst natürlich aussuchen. Wir haben hier unsere große Köderkiste wieder bei, wo Pop-ups und Boilies und sowas drin sind. Und dann schauen wir mal. Und Futterkorb geradeaus haben wir gar nicht so eine große Auswahl. Mahn haben wir nicht mehr. Da gibt es dann halt Mais und Würmer. Und dann schauen wir mal, wa? Aber auf Mais ging ja jetzt eigentlich immer relativ gut. So langsam geht es los. Ja. Also wir waren gestern am See gewesen, wo wir davor, oh hier kommen schon Blasen, wo wir davor schon mal waren und eigentlich gar nichts gefangen haben. Also da habe ich gar nichts gefangen. Anna hat wenigstens einen Köderfisch gefangen. Und es war sowas von schwer. Und wir haben ja vor kurzem unserem langen Livestream gemacht, 7 Stunden am Stück angeln, was auch bei YouTube hochgeladen ist. Und da hat man das gesehen, so langsam kommen die Fische. Ja. Also auf Made, da gingen wirklich nur die kleinen Köderfische. Ja. Also wirklich so
Also kleiner ging es gar nicht. Nee. Ja, kleiner ging es gar nicht. Nee. Ja, und so langsam, das Wasser wird wärmer, man merkt es, wenn man das Futter anmischt und die nassen Hände, ist nicht mehr so. Frieren nicht mehr so ein. Genau, ist nicht mehr so, oh Mann, ey, ich will das nicht, mach du mal den Fisch ab, so ungefähr, ich will die Hände nass haben. Mach ich auch alleine, danke, sag doch ruhig. Jetzt musst du meine Fische dann nicht mehr abmachen. Ja. Nee, aber so war es ja schon vor kurzem, also vor 2 Wochen war es noch so, dass sobald die Hände nass waren, was ja immer ist beim Angeln oder immer sind, ich durfte gar nicht so lange quatschen. Jetzt kommt es so langsam. Es wird hoffentlich also bald Sommer. Also ihr müsst es ihm nachsehen, er durfte gestern 7 Stunden lang nicht. Ja, das stimmt allerdings. Und das kommt jetzt so, das kommt alles raus. Also die Filme, die kommen ja immer nicht, also doch, die kommen zwar nacheinander, aber wir haben jetzt schon wieder, glaube ich, einen Vorlauf, wenn wir gut sind, von 2 bis 3 Wochen. Ja, also wenn der Film rauskommt, ist es wahrscheinlich schon 25 Grad und Sonnenschein. Also, ja, hoffen wir. Hoffen wir, ja. Heute ist es noch. Also das Auto hat zwar 16 Grad angezeigt, es fühlt sich noch nicht so warm an, aber heute kommt die Sonne, also soll die Sonne nach dem Regen rauskommen. Wir haben jetzt. Ja, da hinten kommt schon die Sonne. Da hinten kommt die Sonne. Also die Bedingungen für unsere Schleie. Wir haben den See, wo Schleie drin sind. Vom Hörensagen. Sein sollen. Vom ja. Hörensagen. Wir haben eigentlich vom Wetter her die perfekten Bedingungen. Gleichbleibender Luftdruck. Jetzt regnet es, nachher soll die Sonne rauskommen. Wir haben sämtliche Köder bei, die Schleie liebt. Wir haben einen Angelplatz, wo die Schleie vorkommen muss, von der Struktur her. Und wenn ich jetzt nur aufhöre zu labern und die Angeln endlich im Wasser sind, können wir vielleicht so die Schleie fangen. Ja, aber jetzt gerade bin ich noch gar nicht so böse drum. Weil es echt eklig regnet. Also ich stehe ja dann im Regen wieder und mache die Angel fertig. Nee, ich mache das jetzt gleich. Du kannst hier sitzen bleiben, du kannst eine Pause machen und ich mache die Angeln. Ich bereite Futter vor. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Angeln drinnen liegen, denke ich mal wieder. So, meine Lieben, ich stelle mal hier runter. Wir haben auf jeden Fall jetzt alles vorbereitet. Die Ruten. Die Fische sind aktiv, muss man sagen. Das Wetter ist echt miserabel. Aber es soll ja aufhören. Und wir suchen uns jetzt unsere Köder aus. Hier so einen kleinen roten. Ja, also die Köder haben in sich, dass die, da hast du eine Flüssigkeit drin, die gibt immer... Ja, ich weiß. Ja, hast du mir schon mal erzählt. Okay, gut. Deswegen möchte ich auch den nehmen. Okay, ich werde an meiner Route einen kleinen weißen Stinker ranmachen. Einen kleinen weißen Knoblauch. Nimmer. Okay. Kleinen weißen Knoblauch mal ich ran und du willst... Achso, ich mach das ja aber an der hier. Achso, an der. Und an, ja, ja. An der... Karpfenroute in Anführungsstrichen. Weiß ich noch nicht. Was ist denn hier alles drin? Das sind ganz normale ohne Geruch. Die sind einfach nur hell zum okay, Sehen. Okay, optisch. Und hier wahrscheinlich riecht alles nach Knoblauch, oder? Da drin riecht alles nach Knoblauch, ja. Du kannst ja aufmachen und dran riechen. Die riechen ja alle nach Knoblauch. Die riechen alle nach Knoblauch. Das ist einfach so ein bisschen mein Favorite natürlich, Knoblauch. Knoblauch? Ich werde wahrscheinlich... Ja, was Süßes probieren wir noch nicht. Ich werde hier mein kleines Knoblauch... Soll deine Rute zuerst rein oder meine? Die sind zu klein. Also die sind für den Haken auf jeden Fall zu klein. Ja. Da müssen wir einen anderen Haken ranmachen. Ja, ich weiß. Deswegen nehme ich das ja auch nicht. Ach so. Das riecht alles, ja. Ich nehme mir sowas Gelbes. Ah. Guck mal, das hier. Ist das hier? Ja, nee, ist die Größe meine, okay? Meine, die Größe? Die Größe. Die Größe ist okay, ja. Gut. Ihr habt da meine Montage, also wie gesagt, Karpfenmontage eigentlich mit einem Safety Clip. Da aber ein fetter Futterkorb. Und unten hier mein kleiner weißer Poppy Knoblauch. So, wir haben jetzt, wir müssen uns erstmal ein bisschen verständigen. Man geht nach. Also auf jeden Fall hat Anne jetzt auf der rechten Route die ersten Bisse auf den Pop-Up gehabt. Also erst ging die Route sogar eh mal rum. Das kann natürlich sein, weil die Schnur, also die Rolle, die ist fein eingestellt, dass die loslaufen kann. Aber die Schnur war vorne auf diesen Gummiring hier, auf unseren Ständer, die sind ja eigentlich cool. Aber wenn die Schnur auf dem Gummi drauf ist, rutscht die ja auch nicht durch. Da ging die Angel eh mal kurz rum. Dann haben wir so kurz wieder gerade gestellt und jetzt ging die Spitze 2-mal. Also da ist auf jeden Fall Fisch an dem kleinen Boilie unterwegs. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Aber ich habe natürlich in meiner Euphorie gesagt, so diese
los, guck, da beißt es. Und dann, soll ich anhauen? Dann, nein, nein, noch nicht anhauen. Ja, muss man natürlich jetzt erstmal, ich glaube, das ist ja, naja, doch, so mit die ersten Male, wo man jetzt so Karpfen angelt mit dir, ne? Ja, mit der Rute habe ich noch nie angelt. Ja, stimmt allerdings. Ja, das ist diese, nicht mehr fiedern, also nicht mehr hier die Spitze wackelt, okay, ich haue jetzt an, das kann auch funktionieren. Ja, aber wir haben ja so eine leichte Selbsthackmontage dran, also wenn der Fisch ausbläst und der bleibt hängen und schwimmt dann los, dann geht er ab, ne? Dann kann man anhauen, soll man ja auch nicht. Man soll ja die Rute bloß hochnehmen. Aber das brauche ich gar keinen erzählen, weil ich hau immer an. Mal mehr, mal weniger. Aber das war jetzt interessant. Das war wirklich der erste Anfasser jetzt hier. Sah gut aus. Ich hab's nicht gesehen. Nee? Nee. Ja, warum nur? Nee. Ja? Und hier? Lass dich gleich ein paar. Ja, so. Soll ich anhauen? Mach die Kamera aus. Oh, nee, meint die aus. Dann kriegen wir ihn nicht klatschen. Ja. Mhm. Deswegen immer gut, wenn wir einen Livestream machen, dann muss ich Anne mal benehmen. Ah, guck mal, da hinten. Hat sie versteckt, sie gerade. Wolltest du gerade ziehen? Ja, das ist nun mal, man braucht sie nicht verstecken. Wenn man raucht, dann raucht man. Aber was natürlich übel ist, wenn man raucht, dann raucht man. Hier liegen schon wieder Kippen auf diesem Angelplatz. Das ist verdammt ärgerlich. Nicht von mir. Nö, wir nehmen ja unsere, also wir, ich rede von wir, ich ruch zwar nicht, aber wir nehmen unsere Zigarettenstummel halt mit. Kann auch nicht so schwer sein. Ich sag mal, Anne macht ja auch immer da diese komische Glut raus und steckt sich dann diese Dinger ein. Also was ist daran so schwer? Verstehe ich nicht. Das muss man doch nicht machen. Ja, und irgendwann, und jetzt sind, wundern sich dann, wie gesagt, ich nenne die Leute nicht Angler, sondern das geht... Naturfreunde? Nee, sind das auch nicht. Das sind, doch, die bezeichnen sich aber bestimmt gerne so. Ja, die bezeichnen sich vielleicht so, aber das ist einfach zum Kotzen. Und wie gesagt, für mich sind das halt keine Angler und ich rede auch nicht da so, das kann man gar nicht sagen. Ist einfach nur ärgerlich, wenn man sowas sieht. Und die sind aber die Ersten, die sich dann beschweren, warum dann so eine Stellen wie hier zum Beispiel, wo man sehr, sehr dicht mit dem Auto rankommt, wenn man das plötzlich nicht mehr kann, Seen dann gesperrt werden, da dürfen man nicht mehr angeln. Ist einfach nur ärgerlich. Ärgerlich und dumm. Anders kann man dazu nicht sagen. Aber wir nehmen die Dinger mit und dann ist so gut. So, aber jetzt... Mike, erstmal die Kamera aus. Weil es passiert nichts. Ja, es passiert nichts mehr. Dann machen wir sie gleich vielleicht wieder an. Aber das sind schon mal gute Zeichen. Fisch ist auf jeden Fall da. Sah echt gut aus. Dich hängen geblieben. Und Anne überlegt jetzt schon wieder, soll ich vielleicht die Rute rausholen? Vielleicht ist der auch nicht mehr dran. Ne? Vielleicht liegt der auch doof. Hm, ich weiß es nicht. Das ist doof. Aber recht hat er. Oh. Ihr seht die Anne da jetzt wirtschaften. Das Boot liegt hier. Es regnet wieder richtig schön. Es sollte nicht mehr regnen. Ah, oh, es ist ärgerlich. Es hört auch wieder auf, sagt die Anne. Also, ich habe euch ja vorher gesagt, es kann ja sein, dass ich das Boot rausholen muss, falls man festhängt. Da, wo die Piepser drauf waren, die hat komplett festgehangen. Also, Boot aus Auto, aufgepumpt. Na hier, naja, die Piepser, also die Bisse. Also wäre ein Bissanzeiger dran gewesen, dann da wäre ein Piepser drauf gewesen. Und typisch ist es, man ist mit einem Boot auf dem See. Was macht das? Es fängt an zu regnen. Und so ein richtig schöner, feiner Nieselregen. Oh, also das Wetter soll ja eigentlich besser werden. Mal gucken. Ansonsten ist noch gar nicht weiter passiert. Deine andere musst du noch machen. Meine andere muss ich machen, ja, das stimmt. Nochmal neu auswerfen. Ansonsten verdammt. Ärgerlich, man hat es schon gesehen, ich hätte nicht gedacht, dieses Seerosenfeld, was da ist, das hat riesen fette große Wurzeln, das ist alles verwurzelt da, die Ecke. Also da mit Grundmontagen weiter zu angeln, ist wirklich keine gute Idee. Deswegen haben wir jetzt die anderen Bing-Montagen, mit dem, wenn der Boot gleich drin war, mit dem Boot rausgebracht. Ja, so weit wie wir schmeißen können, aber diesmal punktuell abgelegt mit ein bisschen Futter drüber. Die bleiben jetzt auch liegen, also die, da muss Anne sich dran gewöhnen. Und dann, die fässt man auch nie mehr an, die Rute. Ich mach doch gar nicht. Ich meine ja bloß. Das ist schon wieder was gesprungen gerade. Wo? Da. Ja, ist doch schön. Schön, dass die Fische springen, aber... Ja, jedenfalls so ist erstmal der Stand. Die Beenruten, jetzt Karpfenruten, sind rausgebracht. Ich habe noch mal eine getauscht hier. Alte kräftige Rute, da ist jetzt ein großer Haken dran, ein großer weißer Köder, also ein großer weißer Poppy.
Anna hat jetzt einen ganz kleinen dran. Direkt da hinten, wo die Seerosen anfangen. Schauen wir mal. Also wenn ein Fisch kommt, dann wahrscheinlich hier auf der rechten Route, denke ich mal. Und ansonsten werden wir jetzt sehen, mit den Futterkörben hat sie eine Janische getan. Ich habe meine jetzt erst auch wieder drin. Ach so, ja okay. Die war jetzt draußen. Gut, ich habe ja hier mit dem Boot rumgemehrt, das stimmt auch wohl. Ansonsten schade, schade. Die Wolken da hinten sehen gar nicht gut aus. Also mein Wetterbericht, den ich heute noch im Bettchen mir angeguckt habe, so ungefähr, der war besser gewesen. Aber schauen wir mal. Ich werfe jetzt meine hier auch noch mal raus mit dem Wurm dran. Vielleicht bringt es was, vielleicht nicht. Vielleicht wechseln wir auch noch mal. Und? Fisch? Ja. Oh geil. Oh geil, wegpacken. Also ich glaube. Okay. Jetzt warte, jetzt wackelt nichts mehr? Nee. Echt nicht? Na kurbel mal, nicht aufhören zu kurbeln. Du musst schon kurbeln. Da ist doch noch was dran, du musst schon kurbeln. Ja, nicht locker lassen. Lass nicht locker. Nicht locker lassen. Ey, guck mal hier die. Ich guck mal hier die Kamera nach vorne. Geil. Der Regen hat aufgehört. Ja, die Route, die wir da hinten gut platziert haben. Ja, immer schön kurbeln. Ich mach den Kescher fertig. Du sagst immer, ich soll nicht so die... Na doch, an der schon, weil wir haben ja hier die Dings, die Seerosen überall. Oh, jetzt wehrt er sich. Siehst du, das meine ich. Jetzt wart locker. Jetzt steht's. Mach mal ein bisschen, der kann ich ein bisschen zu. Kurbel mal ran und drück mal nach oben. Also runter die Angel und kurbeln jetzt. Und jetzt nach oben. Jawohl, und wieder runter. Woll. Und weitermachen. Und jetzt kurbeln wir weiter. Jetzt müssten wir eigentlich kriegen. Da sieht man schon einen Seerosenstängel. Ich weiß nicht, ihr seht wahrscheinlich nicht so viel. Oh ja. Oh, das sieht gut aus, ne? Oh, das ist eine große Schleie, sag mal. Sieht so hell aus. Ich hab ihn rausgekriegt. Na? Ah, das ist ein kleiner Schuppi. Ey, das sah wirklich aus wie eine Schleie. Petri! Vielen Dank. Geile Sache. Da haben wir ihn. Da haben wir. Den Newton. Dickes Petri. Dickes Petri, Dank. Coole Sache. Tja, und so schnell kann es gehen. Die Anne, die Mergelt, Mergelt vor allen Dingen, was das für ein Wort ist. Nee, Mergelt. Also was ist denn Mergelt? Du wirtschaftest hier mit deiner Posenroute schon wieder rum. Ja. Und nebenbei sagt sie, oh, hier, meine Schnur ist lose. Nee, das hat ja erst, sie hat Olli geruckelt und dann war die Schnur lose. Okay. Ich habe die Bewegung gesehen. Geile Sache. Und schon ist man entschneidert mit einem schönen kleinen Schuppi. Und der sah erst wirklich so aus, weil der so, auch so hell war. Ich hätte jetzt wirklich aber gedacht... Aber die sind doch dunkel, also so ein bisschen ja, dunkler. Aber, naja, aber nee, trotzdem, im Wasser so, jetzt mit der leichten Sonne hätte es sein können. Aber cool, weil die Route kommt wieder raus und... Ab ins Boot mit dir. Ab ins Boot mit mir, so sieht's aus. Sehr gut, weiter geht's. Oh. Die Routen sind wieder draußen. Oder die Route ist wieder draußen. Wie gesagt, wir könnten auch bis dahin schmeißen. Das ist ja bei uns so gesetzt. Nur so weit rausangeln, wie man auch schmeißen kann. Also ich kann mit der Route da locker hinschmeißen. Das sind, keine Ahnung, 50 Meter, 60 oder so. Viel weiter ist es, ne? Aber durch den ganzen Seerosen lege ich die Route lieber mit dem Boot ab. Und es hat super funktioniert, weil du dann direkt in das freie Loch kommst. Geil. Hat funktioniert. Pünktlich nach dem Regen kam der kleine Schuppi. Ein schöner, makelloser Fisch. Geil. Mhm. So kann es weitergehen. Und wie gesagt, hier vorne, die Anna angelt natürlich schon wieder mit Bosi. Ja. Jetzt ist natürlich dann schwierig. Man macht natürlich mit dem Boot immer ein bisschen Bewegung. Aber das Boot ist ja nicht viel größer als ein Schwan. Also könnten die auch denken, ich bin ein Schwan. Du bist der Schwan. Ich bin der Schwan. Mhm. Und dann schauen wir mal. Mal schauen, hier vorne mit meiner Fiederroute, das ärgert mich so ein bisschen, weil... Da geht nichts. Da geht gar nichts. Auch mal schauen. Mir ist es egal, ich genieße jetzt auch ein bisschen das Wetter hier. Meine Freunde, es ist soweit. Die Anne wechselt die Stelle. Und zwar nicht mit Auto oder zu Fuß, sondern mit dem Boot. Die Anne hat sich jetzt einen Anker geschnappt, das Futter, Mais, wissen nicht, ob vielleicht ohne Wurmschachtel? Nee, sagt sie. Nee,
Nee. Und macht jetzt da los. Hat natürlich einen Anker mit, weil man darf natürlich nur mit vom verankerten Boot aus angeln. Nee, darf man gar nicht. Hätte man auch so machen können, aber durch den Wind quasi möchte natürlich fest sein mit dem Boot. Und ich werde natürlich die Kamera jetzt anlassen, weil dieses Kunststück wollen wir doch sehen, oder? Wie die Anne da. Ich muss nochmal zurück, ich habe den Kescher vergessen. Du hast den Kescher vergessen, ja, den sollte man mitnehmen. Dann versuchen wir nochmal herzukommen. Dann reiche ich dir den Kescher. Dann wollen wir mal gucken. Ich werde die Kamera mal gut positionieren hier. Oh, ihr seht es, der wird schön rumgerudert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es geht alles. Lass mich treiben. Lass dich treiben. Ich bring dir mal den Kescher. Hast du den ersten Fisch? Oh, der ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Was ist es? Kleiner Karpfen. Echt? Na Petri. Petri. Bei Anne ist es natürlich sau interessant da hinten, ne? Wo die da steht. Also spannender geht es ja schon gar nicht. Aber hier vorne ist es auch richtig spannend. Also es könnte sein, dass meine hier Pop-up-Würmchen, damit die gleich losziehen, weil hier vorne ist echt Bewegung. Erst habe ich gesehen, wie so ein ganz kleine feine Blasen hier vorne so ein bisschen aus dem Schilf rauskommen. Dann wohnen immer ein bisschen mehr und hier sind auch viele Grundblasen, aber den Unterschied sieht man, so eine Grundblasen, die sind meistens richtig, richtig dick und kommen einfach auf eine Stelle und sprudeln so fast. Und so Fischblasen, wenn die irgendwo wühlen, die ziehen ja so eine kleine Spur, ne, oder kommen halt immer wieder so andauernd. Und dann hat sich ab und zu mal hier auch schon so ein Schilfhain bewegt. Dann habe ich den Köder genau da jetzt bei der Blasenspur hingelegt. Problem besteht natürlich, das Pop-Up-Ding, ja, steht gute, was sind das, 30, 40 Zentimeter halt in der Höhe. Was ja so nicht schlecht ist, hat ja schon funktioniert, also der Karpfen war ja schon drauf. Aber wenn die Fische natürlich direkt am Grund stehen und die stehen so hier, also wenn hier der Grund ist und die fressen so, steht natürlich der Köder hier oben irgendwo. Und meistens nehmen sie ihn dann nicht wahr. Jetzt stehe ich natürlich aber vor der Frage, hole ich den Futterkorb jetzt da raus und verscheuche die Fische vielleicht, um die Perle einfach zu verstellen, damit der Köder am Boden liegt. Oder lasse ich es da stehen und hoffe einfach, dass doch mal ein Fisch sich mal einfach gerade stellt und denkt, oh, da sind ja Würmer, die ich fressen kann. Das ist jetzt die Frage, weil sieht verdammt interessant aus. So, meine lieben Angelfreunde, vom Bild hat sich glaube ich nicht viel geändert. Wir packen jetzt ein. Ich bin fix und fertig vom Rumsitzen. Du bist schon ein paar Mal aufgesprungen. Ich bin schon noch ein paar Mal aufgesprungen hier, meine Fiederroute, die arbeitet immer ein bisschen, aber ich glaube eher, dass die Fische in der Sehne schwimmen.
und nicht richtig beißen. Ich muss sagen, ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Du warst ja heute mal wieder gut gefangen, muss man sagen. Also, Anna hat ja viel rumprobiert. Zwei Karpfen, zwei Plötzen, zwei Rotfedern. Ein Barsch, 7 Fische. Und einen kleinen Barsch sogar. Sogar wieder die Artenvielfalt war da. Ja, bei mir. Ich hatte den Chill-Chuppi dran. Was ist denn jetzt los? Ich hatte den schönen Schuppi dran, der leider ausgeschlitzt ist. Ja, aber ansonsten bin ich ziemlich ratlos, wenn man das sieht. Hier ist wirklich die ganzen Fische, die springen und hüpfen und klatschen. Und die kleinen Karpfen, die kommen sogar so richtig aus dem Wasser gesprungen. Und wir haben hier 4 Angeln zu liegen, die eigentlich gut aussehen. Aber es passiert nichts. Ich weiß ja nicht, wenn der Film rauskommt. Wenn er Freitagabend rauskommt, wäre doof, weil dann seid ihr schon müde. Wenn man immer automatisch mal so ein bisschen mitgehen. Und deswegen macht ihr trotzdem selber, fahrt ans Wasser, fangt Fische oder auch nicht. Ja, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. So, ihr werdet es nicht glauben. Anna hat doch noch einen Fisch hier dran. Wir haben gerade alles eingepackt. Wir haben ja die Schlussworte schon gesprochen. Da kommt er mit. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Sehr gut, Petri. Ja. Petri, danke. So, wir versorgen erstmal den Fisch und den ganzen Kauderwelsch, den wir hier gemacht haben. So, da haben wir den Jutzen. Dickes Petri. Dickes Petri, danke. Der Abschlussfisch, wie immer. Nächsten Mal. Hoffentlich vielleicht schon mal zum Aalangeln. Schauen wir mal. War das heute eigentlich ein Highlight? Gab das schon mal einen Tag, wo ich gefangen habe und du gar nicht? Also so richtig? Gar nicht? Ich glaube nicht, ne? Also ich hatte das schon. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich nicht, ne? Ich glaube, irgendwas Kleines ging immer. Was Kleines geht immer. Es kann durchaus möglich sein. Ja, Schneider darf für mich. Aber die Sätze sind gesprochen. Die Messe ist gelesen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dienstag oder Freitag 19 Uhr. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Und bis bald. Baby.